Willkommen zurück beim Let's Play oder angezockt The Promised Land. Wir sind auf einer Insel gestrandet und wir suchen natürlich jetzt das große Glück hier. Und wir sind daran, eine Mine wieder instand zu setzen. Und genau das haben wir wohl jetzt geschafft. Wir haben die Mine wieder instand gesetzt und können jetzt Eisenerz abbauen. Gute Arbeit! Ja, das kannst du sicher da irgendwie weitermachen, oder? Ich habe das schon im ersten Let's Play oder angezockt gesagt, ist ein bisschen mühsam hier mit der Steuerung. Ich kann weder rauszoomen noch reinzoomen und ich kann auch die ganze Karte nur mit der Maus bewegen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber naja, wir schauen noch ein bisschen weiter an. Auch was ich wahnsinnig bemängle, ist, dass wir die Gebäude und alle Gebäude eigentlich nicht dort setzen können, wo wir das wollen. Das ist strikte vorgegeben. Und das finde ich bei solchen Spielen immer ein bisschen, ja, spielverderberisch. Oder wie sagt man dem? Das gehört doch fast dazu. Naja, machen wir das Beste daraus. Wo sind wir hin? Eisenerz kann man in Werkzeuge verwandeln. Es wird Zeit, eine Schmiede zu bauen. Machen wir das doch. Was ist das? Das ist die Schmiede. Okay. Bauen. Oh. Schmiede. Wenn man es nicht weiß, findet man es nicht. Du könntest dem eigentlich kurz mal helfen, da. Um zu vermeiden, einen Kolonisten über längere Strecken ziehen zu müssen, kannst du ihn auch direkt im Kolonistenbildschirm links unten anklicken und ihm dann eine Aufgabe zuweisen. Ziehe ihn einfach mit gedrückter Maustaste an den gewünschten Arbeitsplatz. Ja, das hatten wir doch schon. Und ihr seid einfach fleißig. Das geht da ganz von alleine, wie ich sehe. Oh, Holz. Ups. Essen haben wir ziemlich genügend. Wo ist jetzt da der Typ? Da unten. Oh. Herr Stefan, du musst holzen gehen, da im Wald. Ja, genau. Das gefällt dir, ne? Ja, genau. Jetzt genau das Problem. Wie weit seid ihr denn? 60%? Könntest du eigentlich helfen gehen hier? Das gefällt dir auch. Damit das hier vorangeht. Wir benötigen auch wieder Geld. Sehe ich gerade dann auch keines mehr? Ja, fischen können wir dann. Süßigkeiten wird es mal geben. Nägel, Werkzeuge, Maschinen, Stoff aus Leinen, Leinenfaden, Heilkräuter. Einiges geben. Jetzt heißt es abwarten, dass der da weiterbauen kann. Der Jan. Wie sieht es aus mit Futtern? Der Stefan hat schon wieder Hunger. Hüpp, den so dahin ziehen, genau. Du hast auch Hunger. Karen, Karin. Marie hat auch Hunger. Die Mama ist eh auch gleich fertig mit dem Meer. Albert auch. Schlechte Laune. Du kannst warten. Natascha, wir futtern die gleich alle voll. Okay, ist wieder. Okay. Wieso zeigt's? Ah, jetzt wächst langsam der Balken. Sehe ich da unten. Jetzt hoffe ich, die gehen dann auch wieder an ihre Arbeit, die sie da machen müssen. Ja, der geht Holz fällen. Die verteilen sich jetzt auch. Fällt Holz, sammelt Lebensmittel, sammelt Lebensmittel, sammelt Lebensmittel. Baut etwas. Die Schmiede. Da
das klappt gut. Immerhin, das ist ein ziemlich übersichtlich dann. So, jetzt musst du weitermachen da oben. Haben denn die jetzt nicht gegessen vorhin? Oder waren, vielleicht habe ich da auch zu viele hingesetzt. Das könnte auch sein. Ja, so geht das nicht voran. Schmiede! Wo treibst du dich denn rum? Kann ich den an... Uah, seht ihr das? Ach, ich hasse das. Ah, Doppelklick, dann bin ich da. Aber folgen tut der Bildschirm dann nicht. Das ist auch scheiße. Holz hätten wir genug. Oh, die essen gar nicht einfach, wenn ich das jetzt so gerne möchte. Oh, ich klicke wahrscheinlich einfach daneben. Und unsere Schmiede ist fertig. Ausgezeichnet. Diese Schmiede ist bereit, Eisenwaren herzustellen. Das Erste, was wir produzieren müssen, sind Nägel. Ohne sie können wir unser Schiff nicht reparieren. Gut, okay, wie machen wir das? Macht er das jetzt einfach? Nö. Das scheint so. Und ich werde jetzt mal gucken, was machst du? Du fällst Holz, jetzt nehme ich den mal weg, der soll da abbauen, damit wir genügend Nägel bauen können. Oh, das geht so schnell. Okay. Das ist ja mal was. Finde 5 Schätze. Beim Graben des Brunnens haben wir einen Schatz gefunden. Vielleicht haben ihn Piraten dort gelassen. Es könnte noch mehr Schätze dort sein, außer auf die Augen offen. Ja, die habe ich ja gesehen, aber irgendwie kann ich die da nicht... Doch, jetzt geht das. Schaut an. Das ging nämlich nicht. Beim ersten Let's Play. Kann die denn echt nehmen? Das ist immer was. Cool, ne? Du bist gut. Was machst du denn jetzt da? Sammelt einen Schatz, mach wieder weiter. Ah, okay. Bis sie das zurückgebracht hat. Mhm. Und dann soll sie hier weitermachen. Ich denke, die bleiben dann stehen, wenn sie keine Arbeit mehr haben, die sie verrichten müssen sollen. Wie auch immer. Gucken wir mal. Essen ist okay. Aber ist es die Zufriedenheit? Ist nicht gerade so cool. Das weiß ich auch nicht. Kann ich jetzt da noch was bauen? Ein Haus oder so? Ein kleines Häuschen. Nee. Wurden nicht. Was ist das? Kantine. Die Kantine stellt aus den Nahrungsmitteln leckere Gerichte her. Und dazu haben wir natürlich zu wenig Geld. Oder Gold. Oh, du bist fertig. Yeah. Oh, war, da war doch noch sonst da. Ist doch auch noch ein Schatz. Und ich bin der Meinung, hier irgendwo war auch noch einer. Da ist einer. Und hier ist einer. Dann sollten wir auf unsere 5 Schätze kommen. Da ist auch noch einer. Ja, scheinbar waren da wirklich Piraten.
da so viel versteckt ist. Bei der Schmiede geht es ja wirklich nur, kann ich nur Nägel machen. Sieht so aus. Machen wir das. Ist sie fündig geworden? Gut. Aber was findet die denn da? Eisenerznägel. Ja, Silberprodukte, Goldprodukte. Wir bräuchten ja wahrscheinlich eher Geld, Gold. Jetzt bist du schon wieder fertig. Dann zum nächsten. Hier. Zwei Schätze benötigen wir noch. Ja, viel mehr kann ich gar nicht machen im Moment. Die Schätze finden und... Wo ist sie denn? Er sieht hier, Sammelschatz. Da kommt sie. Muss ich sie zurücklaufen lassen? Ah nee, die macht das dann weiter hier. Ich hoffe, die bringt dann auch alles zurück. Ja, natürlich. Gute Nachrichten. Der Schatz, den wir gefunden, enthielt nicht nur Silber und Gold, sondern auch einen Kompass. Jetzt können wir unser Schiff... Bitte? Jetzt können wir unser Schiff zu reparieren. Ja, ja. Und damit beginnen, mit der Hauptstadt Handel zu treiben. Okay. Keine Aufgabe. Damit unsere Kolonie wachsen kann, müssen wir mit der Hauptstadt Handel treiben. Doch bevor wir mit dem Handel anfangen können, müssen wir unser Schiff reparieren. Die See ruft an die Arbeit. Repariere das Schiff. Okay, also ich... Wen nehme ich denn da jetzt? Was machen die eigentlich? Wenn wir ja genügend Nägel haben, dann sollte es jetzt ja klappen. So. Und dann die Tante da tut nichts, genau. Ich soll die restlichen Schätze noch holen. Haben wir sonst noch so eine? Die Natascha, die hat Hunger. Wollte sofort was gucken. Da. Und unser Allwert. Der wird jetzt das Schiff reparieren und wie wir dann Handel treiben werden, das seht ihr dann im nächsten angezockten Let's Play, wie auch immer. Das entscheiden wir dann noch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.